Hallo Freunde und willkommen. In diesem Video will ich euch ein paar Lösungsansätze zeigen, wenn wir Netzwerkprobleme haben in Windows, sei es mit dem WLAN-Adapter oder mit dem Ethernet. Ja, manchmal bekommen wir einfach keine IP-Adresse zugewiesen vielleicht, oder wir bekommen eine und kommen aber trotzdem nicht ins Internet, haben keine Internetverbindung. Manchmal bekommen wir die Meldung, dass die IP-Konfiguration ungültig ist oder was auch immer. Ja, Fehler gibt es da viele, Lösungswege allerdings auch. Deswegen wollte ich euch heute einfach mal ein paar zeigen, die meistens helfen. Ja, also fast immer. Genau, am besten wir fangen jetzt ja mit dem einfachsten an, hier mit dem Windows eigenen Tool hier Problembehandlung. Ja, das rufen wir uns hier auf, indem wir mit der rechten Maustaste auf unserem Netzwerksymbol hier drauf klicken. Und hier haben wir Problembehandlung. Jetzt öffnet sich jetzt hier dieser Wizard. Hier klicken wir uns einfach durch, je nachdem, was für Problem wir haben. Ich mache mal jetzt hier einfach alle Netzwerkadapter und weiter. Jetzt sucht er nach Problemen. Ja, wenn es ein Problem gibt und er sie findet, dann meistens kann er das auch beheben. Funktioniert oft. Sollte das jetzt hier nicht funktioniert haben, dann gehen wir zum zweiten Schritt hier weiter. Und zwar rufen wir uns unser Gerätemanager hier auf mit der rechten Maustaste auf dem Windows Start Button hier und Gerätemanager. Und hier suchen wir unsere Netzwerkadapter in der Liste hier. Ja, ich nehme jetzt einfach mal meinen Ethernet-Adapter hier und ja, einfach mit der rechten Maustaste wieder und dann einfach einmal komplett deinstallieren. Ja, hier kommt noch eine Warnung. Das ist okay. Ja, hier kann nichts passieren. Und zwar, genau, jetzt ist er raus hier, ist komplett deinstalliert. Ja, mein Netzwerkadapter. Jetzt müssen wir entweder den Rechner einmal komplett neu starten oder aber können wir hier über Aktion nach geänderter Hardware suchen. Zack, einfach draufklicken und schon ist er wieder da, ja. Da ist er wieder, der wurde jetzt einmal ja komplett neu installiert, sozusagen, der Netzwerkadapter. Das funktioniert auch wirklich sehr oft, dass da irgendwelche Probleme behoben werden, meistens auch, wenn wir keine IP-Adresse bekommen und wir so ein Ausrufezeichen in ein gelben Dreieck, glaube ich, hier haben. Ja, sollte das hier auch nicht funktioniert haben, dann können wir hier über die CMD hier, rufen wir uns als Administrator auf, oder ich mache das einfach mal, hier die Eingabeaufforderung als Administrator ausführen. Zack. Und hier haben wir die Möglichkeit über NetShell und IP-Config die ganze, ja, TCP-IP-Stack, wenn man so will, einfach komplett neu installieren oder auf die Grundeinstellungen zurücksetzen, einmal komplett, ja wirklich. Und zwar machen wir das mit ein paar Befehle hier und mit dem NetShell WinSock die Kataloge und dann Reset und Enter. Okay, jetzt wurde der Katalog zurückgesetzt. Sie müssen den Computer neu starten. Wir machen das jetzt erstmal nicht, sondern wir machen hier, wir schmeißen noch ein NetShell IP Reset auch drauf. Genau, global zurückgesetzt. Hier sind noch die, was alles gemacht wurde. Ja, alles zurückgesetzt. Hier die Router, Pfad und so weiter. Einfach alles. Ja, jetzt können wir noch mal alles ja cleanen hier mit dem netconfig. Ich mach mal so, damit die ja Treiber und so neu installiert werden. Und jetzt machen wir mit unserem guten alten IP-Config hier einmal ein Release. Ich gucke noch mal ganz kurz, ob das okay. Okay, dann machen wir irgendwie okay. IP
Config renew. Der Befehl IP, man muss natürlich richtig schreiben. IP config. Okay, schreiben muss man natürlich können. IP config renew. Okay, jetzt wird die ja, IP-Adresse. Okay, das ist irgendwie. Okay. Dann die DNS-Cache hier nochmal. Config flush DNS. Ja, da wird der DNS-Cache einmal komplett geleert. Hier steht's. Auch und nochmal ein IP config Leerzeichen slash reg exe nicht, aber register DNS. Das müsste stimmen. Okay, die Registrierung von den Adapter. Okay, das wurde jetzt alles zurückgesetzt und neu installiert und gesäubert sozusagen. Jetzt müssen wir einfach den Rechner komplett neu starten und spätestens jetzt sollten wirklich auch alle Fehler behoben sein. Wenn man Pech hat und da immer noch was gibt, dann muss man dann halt noch mal gucken. Es gibt noch Möglichkeiten bei der Registry. Und genau, was mir noch einfällt für Windows 10 User hier, ja, wer Windows 10 hat, und zwar hier kurz anmelden, ab den Anniversary Update, glaube ich, haben wir diese Möglichkeit hier, was wir da jetzt unter Windows 8 beispielsweise über die Kommandozeile gemacht haben, können wir hier, das wurde hier implementiert, und zwar rufen wir uns hier unsere Netzwerkeinstellungen auf und irgendwo gibt es die Option, wenn das jetzt hier geladen wird. Okay, genau, unter Netzwerk und Internet hier Ethernet. Ne, Status, genau, hier Status. Und hier ganz unten haben wir die Möglichkeit Netzwerk zurücksetzen. Ja, das können wir jetzt mit zwei Klicks machen. Wie gesagt, ab Windows 10, ab dem Anniversary Update. Und ja, können wir hier rüber einfach zurücksetzen. Und dann nochmal neu starten hier. Und dann, wie gesagt, meistens funktioniert. Was fällt mir vielleicht noch was ein? Und zwar, wenn wir manchmal keine Internetverbindung haben, obwohl eine gültige IP-Adresse und wir im Netzwerk angemeldet sind, dann haben wir hier die Möglichkeit, wir können auch versuchen, eine IP-Adresse uns ja manuell zu vergeben, hier über die unsere Ethernet-Adapter, rechte Maustaste, Eigenschaften. Und hier haben wir irgendwo IPv4. Ja, und hier können wir versuchen, also wir müssen uns jetzt hier eine IP-Adresse manuell vergeben. Wir müssen natürlich in unserem Netz bleiben sozusagen. Ja, meistens ist das hier die richtige Netzwerkmaske. Ich habe jetzt hier aber eine andere, glaube ich, und zwar sagt okay. Standard Gateway ist das hier, glaube ich. Und hier können wir versuchen, mit dem DNS-Server hier einen anderen zu benutzen und dann zu testen. Ja, das ist, glaube ich, von Google hier, die 8888. Okay. Und okay. Wurde das jetzt übernommen? Zack. Ja. Okay. Und dann, jetzt kommt Standard Gateway. Okay, das ist jetzt okay wegen hier den DNS-Server. Einfach mit Ja bestätigen, falls ihr das bekommt. Zack. Und schon können wir wieder ins Internet, meistens jedenfalls. Versuch mal, das sieht aber gut aus eigentlich, ja. Genau, das war es erstmal alles. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen. Falls ihr irgendwie
andere Probleme habt hier mit dem Netzwerk, die hier mit dieser Wege, über diesen Wege nicht behoben werden, könnt ihr einfach einen Kommentar hinterlassen. Wenn ihr ja, Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr auch unter dem Video schreiben. Ansonsten ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.